kaputt. Du könntest mal dort eine Tür reinsprühen, Schimmel und Scheiße. Die waren raus. Bist du der Bord? Herzlich willkommen bei Humboldt Solution. Wir haben ein neues Umbauprojekt. Aber das Umbauprojekt ist schon fertig sozusagen. Ja. Wir müssen nur noch die Tür einhängen. Der Dani hat sich nämlich mit seiner Frau, mit der, ihr ein Häuschen gekauft. Bin so umwelt. Ja, halt sie fest. Container steht da. Wir werden jetzt innen drinnen erstmal den ganzen Scheiß entrümmeln, der da drin ist. Und wie wir es komplett umbauen, seht ihr, es wird auch ein, zwei Fragen bei Instagram geben, Abstimmungen, was verschiedene Wandbelege werden, Fußbodenbelege, Fliesen. Ja, das werden wir mit euch abstimmen. Wir werden natürlich etwas raussuchen und ihr könnt dann zwischen zwei oder drei Sachen abstimmen, was wir dann nehmen. Der Benni führt euch mal rum, wie es jetzt aussieht. Komm, Benni, ich führ dich rum, Benni. Okay. Um sie rein. Hast du schon hin. Müll und noch mehr Müll, wie Sie sehen. Container ist schon da, wir müssen das alles rausschaffen hier. Wir sind da zur Haustür rein. Wir sind jetzt in diesem Raum und hier werden wir noch ein, zwei Wände mit rausnehmen. Und das wird eine Pension werden. Das hier drüben wird entweder Pension oder Wohnraum zur Vermietung und das hier werden Abstellkammern. Und das ist unser kleiner Hof, den wir haben. Guck doch mal selber. Beschreib doch mal, was jeder Raum werden soll. Das wird Wohnraum. Das wird ganz spontan. Aua. Kann das sein, dass hier Gerümpel liegt? Wo soll man denn jetzt? Ey, das war 78, bist du deppert! Hey, dir ein Kreuz in den Rücken, mein Freund! Ich lackier dir den Nägel! Nee, das, ist für immer. Das ist Parfüm! Das kannst du auch Nägel lackieren! Da ist auch ein Pinsel dran! Also, wenn ihr jetzt weiter so lange braucht, dann kommen wir heute nicht mehr zum Wohnraum. Stunden später. Was wird das jetzt? Erstmal, mir ist kalt. Am Ende, die Wand kommt raus. Weiß. Und dann wird eine Küche Eine Küche hinter dir, ein Wohnbereich. Und dann, warte, ich muss hier mal vorbei. An Quatsch, nur Schnulli. Rutsch. Ich muss hier noch aufmessen. Ich habe meinen Koffer alles mitgebracht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, ja, guck mal hier. Kaputt. Jetzt hast du das Haus zerstört, jetzt wird es teuer für dich. Ja, ich mach noch weiter, damit es lohnt. So, soweit Dani das mir gesagt hat, hier im Bad rein. Oh, geil, guck mal! Wir können das hier noch wunderschöne Holz. Günther, guck mal, da kann man Fenster erklären. Rollfarben. Von 1804. Also im Prinzip soll hier hinter dir ein Bad werden. Und na, aber das ist ja doof. Der filmt ja das und nicht da hinten. Hier kommt ein Schlafzimmer rein, lieber Herr Benni. Jetzt sind wir in der zweiten Wohnung. Hier drinne. Hier kommt Schlafzimmer rein. Hier ist übrigens gerade der einzigste warme Raum. Ja, weil wir hier es kuschelig gemacht haben. Wenn die Kinder dann kommen, wird es hier schön warm. Das wäre dann sozusagen Wohnzimmer. Wohnbereich. Und hier kommt dann quasi die Wand raus und dann mit Küche. Richtig. Hier soll ja noch eine Tür rein. Hier kommt dann irgendwo eine Tür rein und dann dahinter das Bad. Komm mit, wir gehen ins Bad. Da ist es auch ganz leise im Bad. Achtung, laut. Und stinkt. Warm und stinkt. Also Hund weg. Bad. Und das ist halt der Innenhof, ne? Genau. Was ist jetzt hier so geplant? Was wollt ihr hier noch tun? Also die Mauer muss weg. Und dann machen wir das hier ein bisschen schick. Aber da haben wir uns noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Erstmal im Haus und dann die Treppe bleibt. Warte, bleibt mal da stehen. Damit die Oma dann hier hochkraxeln kann. Und dann, warte, hier ihre Wohnung betritt. Achso, guck mal, hier haben wir noch ein kleines Bad. Ah ja. Das wird dann nur schick gemacht und dann bleibt das quasi, wenn wir im Garten sind. Dass wir nicht immer nach oben rennen müssen oder zur Oma. Genau, Belli, geh vorne weg. Hier gehen wir jetzt erstmal in unsere offene Wohnküche. Die Wände, die hier drin sind, kommen raus. Und dann kommt im Prinzip hier hinten, wo jetzt das Bad ist. Und dann geht hier über Eck dann die Küche. Dreh dich mal. Kommt ein Esstisch hin und hier drüben dann das Sofa und der Wohnbereich. Genau. Die Wand wird versetzt nach hier drüben und da, wo du jetzt stehst, also hier kommt auch eine Wand rein, dass du hier dann einen Flur hast, wo das Bad ist, es kommt auch mit raus, dass das hier dann quasi Flur wird. Wir haben dann einfach kein Badezimmer mehr, brauchen wir ja auch nicht, also haben wir unten ein kleines Flur. Endlich so. Dann kommt die Wand mit raus und wird wahrscheinlich versetzt, sodass wir quasi hier drüben Schlafzimmer haben und hier dann das Bad. Dann kommt hier eine Wand hin und dann betreten wir für Oma ihre Wohnung. Genau. Die wir jetzt sozusagen ja von da draußen, da ist der Aufweg, wo die Franzi gerade hoch ist. Und hier sind wir dann quasi im, ich glaube,
Hier wollte Daniels Bad hinmachen. Und hier soll das Schlafzimmer hin, dass quasi die Oma vom Schlafzimmer direkt ins Bad kann. Das kommt alles raus. Auch hier dieses kleine Kapuff, was hier ist. Die Wände auch. Dass die Oma quasi wie wir drüben eine offene Wohnküche hat. Die Küche soll dann auch quasi hier über Eck gehen. Und dann stehen wir hier jetzt gleich vor verschlossener Tür, weil es hier jemanden gab, der die Schlüssel abgezogen hat. Und ich weiß ja gar nicht, wer das war. Nein. Die Wände kommen im Prinzip auch raus. Dahinter sind noch mehr Zimmer. Da kommt dann noch ein Kinderzimmer für die Kinder hin, wenn sie bei der Oma sind. Genau, so ist erstmal der Plan. Einfach meine Wand angemalt mit Rosa. Und haben zu drauf geschrieben, was ist, wenn ich die Tür behalten wollte? Böse Vandalen. Nicht in meinem Haus. Ihr kommt hier nicht rein! Wollt ihr die Vandalen? Soll ich dir mal das Gefängnis vom Mann zeigen? Guck mal, da oben ist doch eine Tür, ne? Da kommt der Mann rein, wenn der böse ist. Wir waren schon mal drin. Da gehen wir noch mal rein. Jetzt halt die Überlegung. Machen wir, lassen das Stückchen stehen hier. Und setzen da drüben dasselbe. Und Sturz ein und das hier dasselbe. Und es wird noch auf eine Küche. Wenn wir das so machen, ja. Dann lassen wir definitiv hier die Küchenpreise stehen. 60, ja. Genau. Das da? Ja. Von der Optik. Und dann da drüben auch die 60. Na, da drüben auch. Du wirst ja keine hier ringsrum Küche machen. Nö. Wird auch bloß am Ende eine Zeile werden. Da machen wir, damit es symmetrisch aussieht, von oben 6 runter, von unten 6 hoch, da hast du überall 6. Ich habe noch eine Jacke. 2 Stück. Ich gehe kaputt. Na klar, ich krieg von dir Dreck schon. Für jeden Ende. Das geht sogar. Weil diese kleine sind nicht. Was hab ich drauf? Für René. Na. Ein Herz. Ja. Ja, das ist so. Dann kommt hinter diesem Schrank eine Tür rein. Genau. Dann würde ich sagen, das hier ist die besagte Küche. Türe zu. Weil der Eingang da drüben ist. Genau. Und das heißt, hier ist die 60. Das heißt, was haben wir hier eigentlich? Ein Helge. 80. Da möchten wir die Brüste und Oberstücke aufmauern. Fassade machen wir ja eh. Aber hier, hier kommt die Schlüsselzeile rein. Dann kannst du die 60 da nicht stehen lassen. Dann brauchen wir nicht unbedingt die 60. Es geht mir um den Sturz. Sturz egal. Ich hätte schon ein Stückchen stehen gelassen, fand ich cool. Weil jetzt die Frage vom Platz her ist natürlich besser, umso weniger du stehen lässt, umso besser. Was haben wir da drunter? Ja. Ist aber eigentlich gut. Eigentlich. Was wir also auf dem ersten sehen. Da ist hier ein Mauerwerksriss. Und dieses werden wir auch austauschen. Was ist denn für eine hässliche Jacke an? Das ist seine persönliche. Oh, ekelhaft. Warum? Hab ich auch. Oh, René, also die ist ja noch ekliger. Wir gehen im Partnerlook. René ist eines schon ein bisschen älter. Ich zieh mich dann aus. Ich mach mich ein nackig Baby. Ist am Ende egal. Die Wand kommt raus. In welcher Entfernung, Größen, Dimensionen müssen wir auch noch gucken, was die Decke sagt. Und bevor wir die Wand rausnehmen, müssen wir erstmal statische Sachen beachten. Das erklären wir im Detail. Und die Türe kommt zu, weil hier drüben ja dann der Durchgang ist. Da folgt uns mal. Hier kommt sozusagen das Bad rein. Und der Bad? Dusche. Wahrscheinlich Dusche mit See und mit Waschbecken. Ich hätte gesagt, hier kommt die Dusche hin. Da können wir hier drüben Waschbecken hinmachen zum Beispiel, oder hier drüben Waschbecken und WC nebeneinander. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es genau in der Aufteilung machen, aber das ist erstmal so Bad. Genau. Und das hier noch? Genau. Der hier kommt einmal neu. Du könntest mal dort eine Tür reinsprühen. Warte mal, wir machen erstmal, das kommt zu. Ey, wird da schon mal ein Bett hinkommen, noch ein kleiner Schrank mit dran, schon wie so eine Kommode oder sowas. Ja, also machen wir die Tür. Leute, guck mal, jetzt schon fast wieder auf. Aber wir haben doch hier, da können wir 2 12er-Türen machen. Das ist von der Höhe. Ich weiß ja nicht, wie viel hier jetzt aufpasst. Ich wollte hier einfach Essdruck einschmeißen, fertig. Willst du gucken, was hier ist? Die will ich. Lagerhölzer, die hier drunter sind, die werden im Sand oder im Dreck liegen. Will ich. Und die Hölzer, die kannst du wahrscheinlich... Eigentlich will ich den Boden komplett raus. Genau. Die Wand bleibt, da kommt noch eine Tür rein. Eine Tür. Mhm. Tür. Das muss man trocken legen. Da ist schon irgendwelche Soße drauf gehauen. Geil. Ist hier überhaupt nicht nass. Da ist irgendwas Kacke dahinter. Ich denke, die werden hier irgendeine. Nee, nee. Man sieht's aber auch kaum. Ich hab was. Pappe wird das sein. Und die ist nicht vollflächig aufgebracht. Die Pappe haben die gemacht, weil die Wände feucht waren.
Und da haben sie gedacht, ja, wir bringen Pappe auf. War das für das Wohnklima total kacke, wenn du hier Pappe drauf machst, dass du verputzen tust. Hast du die Feuchtigkeit nicht weggemacht, sondern du hast die noch verlagert an einem anderen Ort. Wenn jetzt hier die Feuchte ist, hier dahinter, und du sagst, hab ich mal Pappe davor, ist weg. Ne, ist nicht weg. Die Pappe ist wie eine Folie, die Feuchtigkeit zieht weiter und kommt dann hier raus, kommt dort raus, kommt da unten raus. Das heißt, das sehen wir auch hier. Wenn wir hier genauer gucken, ich mach jetzt ein bisschen was kaputt. Wenn das Geile ist, Sondermüll. Hier siehst du, ganz leicht Schimmel, Scheiße. Eigentlich schönes Mauerwerk. Schöne Optik gerade bei der Küche in die Ecke. So. Die Wand müsste nur offen bleiben, weil die Salze, das sind ja nur Salze hier, Ausblühung. Das ist jetzt nicht schlimm. Den Sperrputz drauf schmeißen? Und der Sperrputz ist ja so genannter Opferputz, der die Salze rauszieht. Wenn der Fußboden raus ist, muss man bis runter. Genau. Ein Stück tiefer. Ja. Putz. Und dann hier oben, wo das Erdreich aufhört, muss man die Sticks irgendwo reinbringen. Und dann müssen wir es aber auch hier durchführen. Dann muss man hier auch mit vorbei. Das heißt, wir müssen dann einmal hier auf die komplette Länge Sperrputz reinmachen. Weil wenn, dann würde ich es gleich auf die komplette Länge machen, dass der... Klar. Weil wenn es immer offen ist, gleich machen. Nachfrage. Oh, das wird teuer. Wenn ihr irgendwas habt, wo wir vielleicht mal drüber gucken sollen, könnt ihr uns gerne schicken. Einzige, was wir vom Fernen immer schwer sagen können, sind Schimmelstellen. Die müssten eigentlich immer vor Ort betrachtet werden und angeguckt werden. Und ansonsten könnt ihr uns alles schicken und wir werden euch bei Instagram antworten oder halt per E-Mail, je nachdem. Oder privat bei Internetseite, ja. Ach ja, www.homebuildsolution.de. Oh, was ist denn hier noch schön? Ist hier noch einer drin? Ein Vergessener oder so? Ich getrau mich nicht. Hilfe! Ah, wollt ihr lieber mal gucken? Ich getrau mich nicht. Hallo und herzlich willkommen bei Home Build Solution. Okay, hier soll Trockenbauwand rein. Das ist das hier unser Ausflur. Das hier kommt raus. Raus? Die nimmst du raus und lässt du als Durchgang sozusagen. Weiß nicht, ich hätte die so komplett stehen lassen, so wie sie steht. Einfach nur, dass bei ihr hochkommt. Ja, aber die Türe fliegt raus. Die Türe fliegt raus und das wird dann Durchgang, genau. Das meine ich. Das hier willst du nicht irgendwie abgrenzen zur... Treppe oder irgendwas? Wieso? Wegen die Kinder? Optik? Kinder, gut. Die fallen zweimal und dann wissen die es. Das sind alles mega Türen hier. Wie gesagt, das kommt alles raus. Das heißt, die Wand soll auch raus. Ach so, dass dann dahinter kommst in den... In den Flur. Zur Not können wir hier auch eine Wand mit reinmachen und hier die Wohnungseingangstür reinmachen. Ist doof, weil du hier kein Podest hast. Wenn du hier stehst, aufschließen. Wo auch immer. Oder das hier wird ein Stück Flur und hier kommt die Wohnungseingangstür rein. Ah. Aber hier trotzdem eine Trockenbauwand zum Zumachen. Genau, da hinten ist ja Schlafzimmer. Du gehst dann so rum. Und weil das hier so. Genau. Soll dann Durchgang werden. Richtig. Wenn das dann mal hier geht, dann werden wir wahrscheinlich das Fenster noch ein bisschen kleiner machen müssen. Und das hier soll bis zur Treppe raus. Die Wand bis hinter? Nee. Nur, also sonst müsste ich hier eine neue Treppe reinsetzen, eine offene Treppe. Weil die ist auch nicht mehr so pralle, wenn du das hier anguckst. Das ist halt die Frage, ob man sagt, man nimmt die Treppe raus und macht eine neue Treppe rein. Ja, schau mal, ist jetzt schon eine sehr kurze Treppe, wenn du das siehst. Wenn du runtergehst, hochgeht. Aber guck mal, wenn du runterläufst, hast du schon einen sehr kurzen Tritt. 25. Das ist natürlich... Weil wenn, dann soll ja eigentlich die Wand raus. Und ich wollte hier das Stückchen stehen lassen. Hier soll er erst bereiten. Die Wand soll raus. Ja. Der kleine Stumpel soll raus. Hier ist der Asset, die bleibt. Hier kommt der Schornstein wieder hin, genau. Und die Wand raus. Können wir hier gerne ein Stückchen stehen lassen, sicher. Weil hier hinten soll die Küche hin. Ja, das ist halt die Frage, ob wir hier einen Sturz einziehen, aber ich denke ja. Müssen wir erst gucken, wenn wir alles beräumt haben, Tapete ab und ja, Fußboden zum Teil raus. Dann müssen wir uns mal damit beschäftigen. Genau. Und gucken, was hier Phase ist und was nicht. Wir machen nur Scheiße. Scheiße? Ja. Ich gucke hier. Ich guck hier. Ich bin halt wie so ein Chinese. Meinst du bei dir auch besser? Ja. Die kommt doch raus. Ja. Weil hier soll dann Küche hin. Meine Scheiße. Warte, ich komm mit. Können wir hier nochmal raus? Und eigentlich will ich das hier ein bisschen höher haben. Ne? Müssen wir mal gucken, was wir hier machen können. Oh, da kommt mir ein Rum. Könnt ihr mir mal helfen, meine Schulranzen aufzusetzen? Nicht klar, nicht kleiner. Bitte. So, wir haben hier einen Balken. Bei diesen Balken, was sehen wir hier? Die kann man nicht wirklich höher setzen. Ein bisschen ja. Man sieht aber, der Dachstuhl war schon mal woanders verbaut. Was sollten hier unten werden? Noch einmal. Unten kommen Kinderzimmer und Gästezimmer hin. Also ich muss sagen, die Hölzer sind echt gut vom Dach. Deswegen, das hätte ich auch alles so gelassen und bloß neu gedeckt. Das Problem ist, die sind zu schmal für eine Dämmung. Ja, ein bisschen aufdoppeln musste, das ist klar.
Ja, aufdoppeln wird eher nicht. Das wird wahrscheinlich hier seitlich. Ja. Schau, du könntest doch sagen, du doppelst hier auf. Was haben wir denn jetzt? Es kommt ja auch noch eine Konterleitung drauf. Jetzt haben wir hier 12 auf 20 oder 18 möchten wir wenigstens ja, kommen. Wir können ja auch eine Aufsporndämmung machen, weil ich würde eigentlich auch gerne den Dachüberstand noch ein bisschen mehr haben wollen. Und hier, ist halt, die Frage, Gleitdachdecker machen lassen? Wir sollen es runter machen, alles machen alles wieder. Ja. Dass der ganze Soße alles weg ist, dass er frei ist. Weißt du? Genau. Wenn ich mir den angucke, dann sehen die Kuchen besser aus. Wie der andere. Weil der andere, da muss definitiv was machen. Ja, der soll eigentlich weg, der da drüben. Mit der muss weg. Und der? Ich finde, der rechts ist eher bleiben. Saniert. Ja. Da ist unser Dach. Und da geht unser Grundstück. Woody, wink mal! Und jetzt kommen wir dann eigentlich, sagen wir hier die ganzen Dinge, die können eh raus. Ja. Wir müssen mal gucken, manche müssen wir bestimmt auch dabei lassen. Also Deckenhöhe hätte ich schon gerne ein bisschen mehr. Ich sag, jetzt müsst ihr wirklich überlegen. Der Dachstuhl sieht gut aus, das stimmt. Deswegen, das wollte ich nicht unbedingt ändern, weil der halt eben noch so gut aussieht. Hm, werden wir sehen. Wir müssen eben mit dem Dachdecker her. Zwei, drei Windböcke noch mit rein, fertig. Ja. Und dann kannst du hier oben machen, wie du willst. Da ist alles raus. Jetzt, guck mal, Sinnhaftigkeit. Ich werde den Schlagzeug ein bisschen größer haben, weil das wäre ein bisschen riesenbar. Was soll denn hier oben passieren? Pass auf, hier kommt ja die Wand, kommt ja raus. Genau. Jetzt ist aber... Ich wollte eigentlich sagen, dass ich das Bad... Du willst unbedingt das Bad neben dem Schlafzimmer haben. Ja, die Tür würde ich gerne ein Stückchen versetzen wollen. Ja. Und würde dann hier sozusagen eigentlich Wand einziehen wollen. Das als Schlafzimmer und da... Genau, aber die Wand halt eigentlich raus. Das Schlafzimmer, Mykoso. Dann habe ich dann einmal Zugang vom Schlafzimmer zum Bad und einmal halt... Wie groß wird das Bad? Dann von da bis hier und was wird das? Das hier wird zu. Also hier soll Omas Bad hin. Und die hier soll dann eigentlich... Wobei die auch ein bisschen fett ist, eigentlich auch raus. Du hast jetzt Durchgangszimmer oder was? Das sind jetzt alles Durchgangszimmer. Genau. Und bei der Oma soll es mal so werden, die Wand ein Stückchen versetzen, damit das Bad ein Müh kleiner wird. Hier hinten, mit Trockenbar an das Fenster, soll hier noch ein kleines Gäste-WC hin. Ja. Hier ran soll eine Küchenzeile. Ja. Dann hatte Oma hier ihren Essbereich. Die Wand eigentlich eingekürzt worden und du hast ja gesagt, können wir nicht alle rausnehmen. Bei die, denke ich, können wir rausnehmen, weil ihr die Wand hast. Aber dann müssen wir... Hier die wieder da ein Stückchen Stumpel stehen lassen. Und wenn du die aufmachst, bist du draußen. Und wenn du die aufmachst, bist du draußen. Das wird Omas Eingangstür. Hier kommt quasi Terrasse hin. Bodentiefe Fenster, weil das die Etage ist, wo die Oma einzieht, damit die Oma im Prinzip barrierefrei direkt raus kann. Willkommen im kleinen Garten. Wir gehen mal geradeaus. Klar, hier ist noch viel Unkraut, was weg muss, aber das kommt dann ganz zum Schluss. Erstmal Innenausbau und dann dieses Kabelgedöns, was du hier siehst, kommt auch weg. Ja, die toten Bäume und so, die müssen alle raus. Also da ist ja nichts mehr grün. Das Hexenhäuschen für die Kinder, das wollen wir noch schön machen. Ja, hier liegt halt auch jede Menge Müll noch. Aber gerade für die Kinder, wenn die hier hinten im Garten spielen, können die sich hier gemütlich machen, toben, ohne dass jemand meckert, wenn sie laut sind. Aber das kommt dann, wenn wir eingezogen sind, ganz gemütlich. Das hier hinten kommt auch weg. Gerade auch die toten Bäume und dieses Schüppchen oder was das sein soll. Unterstand, keine Ahnung. Aus welchem Baujahr kommt das Haus ursprünglich? Oh, das kann ich dir gar nicht genau sagen. 1800 irgendwas. Hier hinten kommt dann Kartoffelacker, Karotten und so weiter hin. Wir haben schon ein Bäumchen gepflanzt. Ein Pfirsichbäumchen oder Nektarine, meine Oma weiß es nicht genau. Und im Prinzip soll vor den Bäumen, die du jetzt hier siehst, kommt ein Zaun, damit die Hunde dann nicht hier hinterspringen können und die Kartoffeln ausgraben, Karotten und so weiter. Die Kirsche, die dort hinten steht, die ist hinüber, die kommt raus. Aber das kommt alles dann erst, wenn das Haus komplett fertig ist. Aber im Großen und Ganzen haben wir hier knapp 2500 Quadratmeter Garten. So, jetzt ist die erste Runde erstmal durch. Mit René habe ich erstmal alles besprochen. Jetzt muss erstmal entrümpelt werden. Wie es weitergeht, seht ihr dann. Und ja, auf Instagram folgen, ne? Da seht ihr ein bisschen die Details. Und ihr könnt ja auch gerne die Glocke drücken, wenn euch interessiert, was als nächstes kommt, da werdet ihr informieren. Also dann, bis später. Tschüss.